Das Jahr neigt sich dem Ende zu, bedeutet also, wir können zurückgucken, was das ganze Jahr passiert ist. Und diesmal gehen wir nicht alle Decks durch, nein, wir gehen Karten durch. Denn wir gucken einfach, welche Karten haben dieses Jahr die Meta geprägt, beziehungsweise Yu-Gi-Oh! Allgemein geprägt. Und heute bin ich nicht allein, nein, ich habe einen Gast, und zwar Rainy Brain, aber den werdet ihr gleich auch noch sehen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Platz 10. Fangen wir direkt mit einem Extra-Deck-Monster an, und zwar einem Synchro-Monster. Und zwar, die Rede ist natürlich von Chaos Angel. Chaos Angel ist eine Synchro-Karte, die etwas Besonderes hat, denn sie kann gerufen werden, ohne Empfänger zu spielen, was einfach eine große Besonderheit ist und natürlich an sich dadurch schon ein sehr starkes Monster ist. Doch der Effekt selber ist natürlich auch noch sehr strong. Allein bei Summon können wir einfach eine Karte verbannen, was unglaublich stark ist. Klar, sie targetet, das ist natürlich manchmal eine Downside, aber dennoch super starker Effekt und allein deswegen kann man die Karte eben im Extra-Deck spielen, weil man kann einfach eben ihn rufen, weil ist ja generisch und braucht halt keinen Empfänger und dann könnt ihr eben eine Karte clearen. Zusätzlich jedoch kriegen wir noch Zusatzeffekte durch Licht und Dark, was ebenfalls sehr stark ist. Also wir haben ein generisches Monster, wofür wir keinen Empfänger brauchen, können was clearen und eventuell haben wir einen Zusatzeffekt. Ich glaube, das reicht schon, um eins der besten Karten des Jahres zu sein. Dementsprechend ganz klar verdient Platz 10, Chaos Angel. Auf Platz 9 haben wir die Bestials und die kann man gleich auf zwei Arten und Weisen betrachten. Einmal die Handtrap Bestials, die halt generisch in jedes mögliche Deck reingeschmissen werden können, um entsprechende Dark- oder Light-Decks aufzuhalten bei ihren Powerplays. Oder auch den Lubellion, der bestimmte Decks verstärken kann und zusammen mit den Bestials auch eine starke Engine bilden kann. Und was wichtig ist, bei beiden zu betrachten, ist natürlich, man denkt man sich, ist die nicht letztes Jahr rausgekommen und waren die da nicht gegen Tier einfach nur gut und heutzutage sind die da gar nicht mehr so gut? Doch, weil erstens halt unter anderem halt Tier wieder langsam zurückkehrt, aber auch andere Decks Darks und Lights spielen, womit man die gut auskontern kann und die Karten so generisch und so gut sind, um entsprechend gegen sehr viele Matchups wirklich einfach nervig zu sein. Vor allem der Druid Swarm, der sehr vielen Decks auf die Eier geht, weil man den einfach nicht so einfach loswerden kann. Und da haben so Decks wie zum Beispiel Unchained Probleme, um den halt loszuwerden, weil wenn sie den irgendwie benutzen als Linkmaterial oder loswerden wollen, dann liegt da einfach eins der Monster auch gleich mit auf den Friedhof. Und da sind wir auch schon bei Platz 8. Und diesmal geht es um eine Karte, die nicht generisch ist, sondern eher für ein Teamdeck gedacht ist. Und zwar Super Harry Samurai Wunderkind. Eine Karte, die sehr wunderlich gut ist, denn sie ist wirklich sehr stark. Sie alleine hat One-Card-Kombos ermöglicht und sie alleine war halt einfach Full-Combo. Dementsprechend eine extrem starke Karte eben in diesem Deck. Sie hat sogar dafür gesorgt, dass eben Karten aus dem Deck Super Harry Samurai gebannt werden, einfach eben damit die One-Card-Kombos nicht mehr so einfach sind. Jetzt letztendlich kann man gucken, das Deck ist nicht mehr wirklich präsent, höchstens mal als Engine hier und da, aber letztendlich ist es rausrotiert. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr starke Karte, die ihm dieses Jahr rausgekommen ist und ihm Super Harry Samurai dazu verholfen hat, eins der besten Decks des damaligen Formats zu sein und allein eben durch eine einzige Karte. Und allein aus diesem Aspekt finde ich, ist es eine sehr starke Karte und liegt auch ein bisschen über den anderen Karten, weil es eben ein Deck mit einer Karte so viel Macht verliehen hat. Kommen wir von einem themeneigenen Karte zur nächsten und damit zu Platz 7, nämlich zur losgekehrten Seele Lord von Yama. Ein Deck, was man so nicht auf dem Schirm hatte, noch vor einigen Monaten, dass man dachte, oh, Unchained kriegt neuen Support. Na, passt schon, das wäre ja auch gar nicht so gut. Und oh, Duelist Nexus hat uns da was richtig Schönes mitgebracht. Nicht nur zwei gute Main-Deck-Monster, die sie bekommen haben für ihre Strategie, nein, sogar so ein starkes Link-Monster, das man halt generisch dort bauen kann mit unterschiedlichsten Unterwäldlern. Und ja, die Karte sucht ja auch nur aus dem Grave und aus dem Deck. Ach, kriegt nochmal einen extra Effekt, kann auch aus dem Grave noch irgendwas specialen einfach, um entsprechend Interruptions dem Gegner noch hinlegen zu können im gegnerischen Spielzug, sodass es einfach viel mehr Recoverability bekommt und mehr Interruptions im gegnerischen Spielzug, wo dann der Gegner ordentlich Probleme haben wird, durch das Feld von Einstein zu kommen und damit hat diese Karte ganz alleine quasi das gesamte Deck ins Meta gebracht. Diese Karte ist wieder mal ein schönes Beispiel, um zu zeigen, wenn der Support stimmt und die Karte gut designt ist, so wie diese definitiv ist, die halt sehr maßgeschneidert für das Thema zusammenbereitet worden ist von Konami, dann kann das funktionieren und auch wirklich ein altes Deck stark machen. Auf Platz 6 bleiben wir wieder bei Themendecks. Diesmal geht es um ein Bossmonster, um ein vielleicht etwas süßes, zumindest das Deckthema ist auf jeden Fall süß, denn wir sind bei Pearly. Natürlich, wer hat's gedacht, Noah ist hier auf der Liste. Noah ist ein Bossmonster, was extrem starke alleine ist, weil sie alleine kann dir den Win holen. Du baust den aber mit genug Materialien und hast schon quasi gegen jedes Tier 2 oder Tier 3 Deck automatisch gewonnen, was unglaublich stark ist. Aber nicht nur gegen die Tier 2 oder Tier 3 Decks kann man damit gewinnen, nein, natürlich kann man damit auch gegen Tier 1 Deck gewinnen, denn es selber ist auch ein Tier 1 Deck. Es war so stark, dass man sogar schon es gehittet hat, obwohl es gerade rausgekommen ist und trotz des Hits ist das Deck noch voll da, weil Noah einfach unglaublich stark ist. Man muss natürlich dazu erwähnen, dass Noah alleine nicht das Deck gleich Top Tier war, sondern
auch noch die Spells dazu helfen, eben, weil man dann Recovery hat, also nächsten Zug das Ganze nochmal machen kann und die Spells ihm helfen, das ganze Board zu beschützen. Nichtsdestotrotz ist Gnor einfach unglaublich stark und am besten sollte man dafür einen Kaiju haben, weil sonst hat man wirklich ein Riesenproblem, weil man das Ding einfach nicht outen kann und man so viel Interruption gegen sich hat, einfach durch eine Karte. Da dieses Bossmonster einfach so unglaublich stark ist, dachte ich so, packe ich es ihm auf die Liste, weil es ist wirklich ein starkes Bossmonster. Hey, ich habe gehört, ihr mögt Trident und ihr mögt auch Makrokosmos und würdet es gerne beides in einer Karte haben? Ich habe da was für euch. Kashtira Riseheart, eine so starke Karte, die Anfang dieses Jahres auf 3 rausgekommen ist und dann nach einem halben Jahr wieder gebannt worden ist und zwischendurch noch mal kurz auf 1 rumchillen durfte. Eine Karte, die so stark ist, in dem eigenen Deck so einfach gemacht werden kann, weil man benutzt entweder 3 7er, was das Deck relativ einfach machen kann, oder man benutzt einfach den Effekt des kleineren Xyz-Monsters von denen und dann benutzt man irgendeinen beliebigen Kashtira auch im Main-Deck-Monster und legt den einfach drüber. Und das Schöne ist, das Ding saugt sich immer wieder neue Materialien an, das heißt, der Dryden-Effekt kann ewig und ewig und ewig durch seinen ersten Effekt, weil sie ja immer alles banished, immer wieder reaktivieren. Das ist eine tolle Karte gewesen, gut, dass die weg ist. Ach, wenn wir schon mal bei Kashtira sind, können wir doch gleich da bleiben. Wir haben da noch eine zweite gute Karte aus dem Thema gleich mit parat für Platz Nummer 4, nämlich Kashtira Fenrir, die natürlich eine schöne Karte ist für das Thema selbst. Das Thema kann komplett gesucht werden, man kann seine Plays aufbauen, ist alles schön und gut, aber das wirklich Bessere noch an dieser Karte ist, dass man die Karte überall eigentlich quasi spielen kann, denn man braucht nur ein freies Feld, special das Ding, kann was suchen, vielleicht noch eine Handtrap baiten und wenn das Ding halt im gegnerischen Spielzug liegen bleibt, muss der Gegner auch noch drum rumspielen, weil ansonsten kriegt er noch eine Karte verdeckt verbanished. Das ist nicht so schön dagegen zu spielen, super einfach diese Karte zu benutzen, so gut wie jedes Deck kann es spielen, solange es nicht irgendwie Monster rausbringt, vorher schon, bevor man diese Karte beschwört und macht das zu einer der stärksten Karten momentan, die halt generisch und gefühlt jedes Deck reingeworfen werden kann. Ja, Tanketops theoretisch auch, aber der bleibt schön auf 1. Warum auch immer. Es ist Medaillentime, beziehungsweise die Top 3 kommen jetzt. Wir fangen natürlich an mit Platz 3. Und jetzt ist eine Karte, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Denn wir haben in der Vergangenheit jetzt Karten gehabt, die eigentlich gerade rausgekommen sind, also dieses Jahr. Und bei dieser Karte handelt es sich um eine uralte Karte. Die Rede ist natürlich von Buch des Mondes. Und viele denken sich jetzt, warte mal, die ist aber gar nicht so stark. Die macht ja sogar eigentlich minus 1. Warum ist die vor extrem starken Karten? Na, es liegt einfach daran, dass diese Karte einfach so wichtig wurde, um eben gewisse Karten outen zu können. Man hat diese Karte einfach gespielt, um zum Beispiel einen Riser, den wir schon vorher hatten, zu booken, um dann eben keinen Makrokosmos zu haben. Aber auch gegen andere Karten funktioniert das super. Zum Beispiel gegen Pearly. Wir können da eventuelle Plays unterbinden. Zusätzlich können wir zum Beispiel auch einen Caesar verdeckt setzen, der uns eben interrupten kann. Ihr merkt also, die Karte ist flexibel, einfach um das Board leichter zu machen, dort durchzuspielen. Aber nicht nur dafür ist die Karte gut, nein, falls ihr gegen euch eine gewisse Handtrap gibt, könnt ihr das ebenfalls mit Buch des Mondes countern, zum Beispiel im Permanence oder ähnliches. Also ihr seht, die Karte ist flexibel, einsetzbar und hat sehr viel Play gesehen. Man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob Buch des Mondes die Karte des Jahres ist oder Book of Eclipse, weil sie hat auch sehr viel Plays gesehen, aber nichtsdestotrotz kann man sagen, dass auf jeden Fall Buch des Mondes sehr oft gespielt wurde, im Main auf jeden Fall und manchmal sogar im Side, aber vor allen Dingen auch im Main. Und deswegen dachte ich so, packe ich mal eine alte Karte rein, weil sie eigentlich wirklich sehr viel Plays gesehen hat und wirklich die Meta mitgeprägt hat, man immer denken musste, vielleicht kommt da noch ein Buch des Mondes. Deswegen wurde ja auch zum Beispiel in Kashtira eben dann verbotene Lanze gespielt, um eben dagegen protected zu sein. Ihr merkt also, man hat sogar Anti-Strategien gegen eine so alte Karte gebaut. Bedeutet also, diese Karte ist zu Recht auf Platz 3 aus meiner Sicht und von daher verdiente Platz 3 Buch des Mondes. Vor 3 Jahren kam Talent der 3 Taktiken raus und das Metagame für viele verändert, wie Handtraps benutzt werden und wie man dagegen spielt. Nun, 3 Jahre später wurde diesem Talent ein Stoß versetzt und nochmal ein bisschen mehr Stärke hinzugegeben. Stoß der 3 Taktiken ist unser Platz Nummer 2 und eine Karte, die so gut ist, dass sie in vielen Decks dazu bringt, dass sie halt viele Karten im Side-Deck und im Main-Deck nur noch auf 1 spielen, weil sie kann sie ja alle suchen, theoretisch. Going first oder going second, je nachdem, was man gerade braucht. Wenn man going first ist, holt man sich die besten generischen Normal Traps, die man setzen kann. Und wenn man going second spielt, die besten Normal Spells, die man sich auf die Hand nehmen kann, um Gegner entsprechend countern zu können. Die Karte hat sogar noch einen kleinen Bonus bekommen. Man ist nicht mehr auf die Main Phase einbegriffen, wo der Gegner seinen Monster-Effekt benutzt. Ja, das Einzige ist halt, wo man halt immer noch F für unsere Leute Respekt payen muss, ist natürlich, wenn die in Permanence kommt. Kommen wir zum wohlverdienten Platz 1 und ich glaube, man kann sich vielleicht überstreiten, was die Plätze darunter angeht, aber Platz 1 ist unbeschritten und zwar SP Little Nine. Eine Karte, die so stark ist und so viel verändern wird, jetzt aber auch für die weite Zukunft, denn es ist eins der besten Link 2 Monster überhaupt und falls ihr komplett interrupted werdet und eben nichts machen könnt, könnt ihr immer noch Pass
Little Night machen. Ist eine gute Option, ist wenigstens ein Interruption safe, was schon mal sehr gut ist. Früher war das quasi die Anaconda, wir haben nichts, Anaconda, Fusion. Ja, ist da natürlich verboten. Dementsprechend, Little Night ist jetzt da und gerade in Kombination mit IPs, das ist natürlich noch stärker, weil wir eine Doppel-Interruption haben mit eben weniger Monster. Unicorn kann man bisher mit IP ja rufen, aber da braucht man noch eine Handkarte. Hier braucht man nicht mal eine Handkarte, also hat zusätzlich die Interruption. Bedeutet also, ist eine extrem starke Karte. Die Karte ist vielseitig einsetzbar, denn wir können sie nicht nur nutzen, um eben eine Interruption zu bauen. Nein, wir können noch etwas mehr damit machen. Denn zum Beispiel, wenn der Gegner versucht, euer Board zu brechen, können wir unsere eigenen Monster damit retten, was schon mal ein zusätzlich guter Effekt ist. Und falls man eine gewisse Synchro-Karte namens Baroness damit banisht, bekommen wir sogar ein Negate zurück. Ihr seht also, die Karte ist vielseitig einsetzbar, von daher sehr, sehr stark und wird die Meta langfristig auf jeden Fall verändern und prägen. Und deswegen zu Recht Platz 1 SP Little Night. Und das war sie auch schon, die Liste der Top 10 dieses Jahres an Karten. Und ich wette jetzt da draußen ist wieder jemand, der sagt, ich würde die Liste aber ganz anders machen, das ist falsch. Ja, kein Problem. Ab in die Kommentare damit. Schreib mal, was ist deine Top 10 dieses Jahres. Schreib einfach in die Kommentare und vielleicht habt ihr eine andere Meinung oder die gleiche. Ich vermute auf jeden Fall eins, Platz 1 ist safe. Und ich würde sagen, das war's von mir jetzt. Ich wünsche euch, wie immer, viel Spaß beim Duellieren. Kommentiert ihr Drecksäcke.